Willkommen zum Mittwochsupdate vom 13.03.2019. Ja, wir sind in der Reithalle und zwar gibt es hier neue Hindernisse, die schauen wir uns gleich mal an. Und dann gibt es jetzt auch überarbeitete Assateague-Ponys. Eins steht in Fort Pinter, zwei sind auf Südhof und ja, das Assateague-Pony in Fort Pinter gibt es am Level 1 zu kaufen für 700 Starcoins und die beiden auf Südhof für ab Level 7 auch für 700 Starcoins. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt trotzdem erstmal den Teaser zu den Assateague-Ponys an. Bis gleich! Ja, in dem Teaser gibt es ja doch einige Farben mehr zu sehen, als wir heute dann schon kaufen können. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich finde sie auf jeden Fall sehr, sehr niedlich. Und ja, aber wir schauen erstmal, was hat sich hier in der Reithalle getan. Und das ist doch einiges. Also ich glaube, grüne Stangen hatten wir gar nicht. Aber die Hindernisse scheinen so noch an gleicher Stelle zu sein. Das heißt, die Rennen werden gleich sein. Blaue Stangen scheint es jetzt gar nicht mehr zu geben. Aber so von der Art der Hindernisse scheint es noch gleich zu sein. Wobei ich hier hinten bei dem Sprung, wo wir eben drüber gesprungen sind, weiß nicht. Gab es das vorher? Muss ich nochmal schauen. Ich bin jetzt schon länger hier nicht in der Reithalle unterwegs gewesen. Das könnte anders sein, aber sonst auf jeden Fall finde ich es nicht schlecht. Ist jetzt nichts, worauf ich gewartet hätte, was ich mir gewünscht hätte, dass die Hindernisse hier erneuert werden, aber gut. So, ich würde sagen, wir schauen jetzt erstmal nach Fort Pinter und dann schauen wir mal auf Südhof, wo wir die beiden finden. Ich bin mir nicht sicher, ob wir vielleicht beim Einsiedler, aber da ist es ja schon recht voll, da sind ja schon die Welch-Ponys. Oder die stehen jetzt auf dem Hof. Das kann natürlich auch sein. Wir werden es sehen. So, jetzt haben wir hier erstmal, also beschrieben von Star Stable wurde es als kastanienbrauner Tobiano, auf jeden Fall Schecke. Für mich persönlich kastanienbraun ist immer noch anders, aber ist auf jeden Fall sehr niedlich, sehr speziell, sehr extravagant mit einem braunen und einem blauen Auge. Hat eine sehr auffällige Zeichnung. So, Level 1 brauchen wir momentan für das Kleine und dann Stärke plus 0 hat es, Disziplin plus 0, Geschwindigkeit plus 0, Ausdauer plus 1 und Agilität plus 0. Ja, 700 Starcoins und die Rassebeschreibung in einer Welt der Ställe und Zuchtbücher, in der Rassen an die strengen Normen der menschlichen Reiter genügen müssen, versprühen die frei in der Wildnis lebenden wilden Pferde eine unwiderstehliche Romantik. Und daher ist es nicht überraschend, dass keine wilden Pferderasse so beliebt ist wie die Assateague-Ponys von der Assateague-Insel. So beliebt ist wie die. Laut einer populären Legende stammen die Herden von den Überlebenden einer spanischen Galeone ab, die im 18. Jahrhundert vor der Küste von Virginia, USA, auf Grund lief. Was auch immer ihre Herkunft ist, die Ponys leben seit über 200 Jahren ungezähmt auf Assateague. Mit der Veröffentlichung des Romans von Margaret Henry, Missy of Chincoteague, Deutschtitel
Misty, die berühmte Ponystute, haben die Assateague die Herzen der amerikanischen Öffentlichkeit erobert. Inspiriert wurde das Buch von dem jährlichen Ponyschwimmen, im Rahmen dessen ein Teil der Pferdepopulation von den Salzwasser-Cowboys der Assateague-Inseln durch den Kanal zum benachbarten Assateague getrieben werden. Dort werden die Ponys dann versteigert, um eine Überbevölkerung zu vermeiden und Gelder für den Schutzfonds zu sammeln. Obwohl es als Pony bekannt ist, halten einige das Assateague für ein Pferd, da dessen unterentwickelte Statur nicht genetischen Ursprungs ist, sondern das Resultat einer nährstoffarmen Ernährung aus salzigen Sumpfgräsern und Büschen darstellt. Um diese hohen Salzaufnahmen auszugleichen, trinken die Ponys doppelt so viel wie gewöhnlich, wie ein gewöhnliches Pferd. Was viele Assateagues für ein etwas fülliges Erscheinungsbild verleihen. Die Ponys haben kurze, kräftige Beine, dichte Mähnen und ein freundliches Gemüt. Assateagues gibt es in einer Reihe von Fellfarben, wobei das auffällig gescheckte Fell am beliebtesten ist. Heute befinden sich die wilde Assateague-Population auf einem konstanten Niveau und es toben ungefähr 300 Ponys wild auf der Assateague-Insel umher. In der Zwischenzeit entwickeln sich die spirituellen Nachkommen von Misty und ihrer Herden abseits der Inseln weiter und bringen einen Hauch von Assateague-Romantik zum Rest der Welt. Welt, selbst bis nach Jorvik. Okay. Sehr interessant. Ja. Eine Überarbeitung der Ponys. Jetzt gucken wir mal mit dem Fjordi. Ja, das Fjordi ist ein bisschen größer, aber auch nicht so. Sehr viel Stück, bisschen breiter dann noch. Ja, sehr schmal das gute Pony. Also dafür, dass es ja sehr viel trinkt und dann so ein bisschen fülliger aussehen soll, sind die hier doch sehr schmal geworden. Finde ich jetzt aber persönlich nicht so schlimm. Ja. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal, wo wir die anderen finden. Versuchen wir es erstmal beim Einsiedler. Ja, ich glaube schon. Hütte des Einsiedlers. Ja, und ich frage mich immer noch, wo bleiben die Tinker? Die Überarbeitung der Tinker. Wäre natürlich supi, wenn das in nicht allzu ferner Zukunft passiert. So, das hier sieht nicht richtig aus. Wir gehen mal schnell zum Hof. Und zwar Sturm Südhof Farm. So, Entschuldigung für den Cut. Da hat sich mal wieder die Firewall eingemischt. Ach, da stehen sie ja. So, dann haben wir hier einen Weiß-Isabellen. Gleiche Werte. Ja. Finde ich sehr schick. Zwei blaue Augen. Sehr hell. Ja gut, beidseitige Mähne. Wenn man... Ja, wir haben ja im Trailer schon ein paar Mähnen gesehen. Ich persönlich finde das hier unten nicht so hübsch. Ich glaube, wenn ich mir eins holen sollte, würde ich da die Mähne ändern, je nachdem, wie es dann an dem Pferd mit der Farbe aussieht. So, dann haben wir einen Rapschecken. Mit einer sehr, sehr schicken Blässe. Ja, doch, ich glaube, die beiden würde ich persönlich momentan favorisieren. Aber wie gesagt, im Teaser haben wir ja noch andere schöne Farben gesehen. Wird wahrscheinlich schwer werden, aber ich glaube, dann sollte ich lieber noch auf die anderen Farben warten. Mal sehen. Ice Queen muss ja auch noch austrainiert werden. Rockstar ist mittlerweile austrainiert. Aber bei Ice Queen gibt es noch ein paar Level zu machen. Na gut. Was sagt ihr zu den Assateague Ponys? Habt ihr schon eins von den alten Modellen? Findet ihr jetzt dieses... ich weiß gar nicht, sind die höher als die anderen Assateague Ponys? Na, auf jeden Fall waren die anderen Assateague Ponys doch ein bisschen...
Ja. Plüschiger, bisschen breiter gebaut, einfach so knuddelig Ponyform. Oder findet ihr das jetzt besser? Ja, die Gangarten, wir haben jetzt leider auch keins mehr hier, dass wir uns das nochmal ansehen können, können wir nur aus dem Teaser erschließen. War jetzt für mich so auf den ersten Blick okay. Ja, also habt ihr vielleicht schon eins, könnt ihr zu was sagen? Gefällt es euch so, wie es ist? Oder habt ihr da auch so ein, zwei Kritikpunkte? Hättet ihr euch doch ein bisschen anders gewünscht oder wartet ihr auf eine ganz andere Rasse? Ja, gut. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.